crunchy Form. Das nachher so nach Red Bull schmeckt, so ein Red Bull Tassenkuchen. Nochmal im Crunch. Warum klatsche ich immer? Und warum? Keine Produktplatzierung, aber Red Bull ist nun mal Leben. Wie beginne ich dieses Video am besten? Ich weiß es nicht. Mein Zimmer ist neu. Ich habe neue Möbel, ich habe gestrichen. Ist alles ein bisschen cleaner bei mir. Ich habe eine andere Kamera heute, weil meine Mutter meine andere Kamera gerade hat. Fuck this shit, I'm out. Eigentlich alle meine anderen Kameras. Ja, ich habe noch zwei andere Kameras ohne Weitwinkel. Und die einzige, die sie mir gelassen hat, ist die Leica. Also, Mitleid crunchy für mich. Wie beginne ich dieses Video? Ich weiß es nicht. Ich habe einfach Bock, heute mal so einen Tassenkuchen, Tassencookie zu machen. Und deswegen dachte ich, ich nehme euch da einfach ein bisschen mit. So ein Crunchy-Backed-Folge. Vielleicht kennt ihr die noch von damals? Also Erik hat zum Beispiel mal Brownies gemacht. Also echte American Brownies hat er immer gemacht. Und ich habe irgendwann mal vor 2 Jahren, glaube ich, im Urlaub so... Ich habe sie, glaube ich, Crunchy Burger genannt, gemacht. Und die waren eigentlich ziemlich nice. Also dachte ich heute irgendwie... Ich habe heute echt richtig Bock, irgendwas zu essen. Irgendwas Süßes zu essen und dachte, wir machen da draußen ein Video. Ja, und ich würde sagen, fangen wir doch auch einfach sofort an und ich nehme euch mal mit in meine Küche. So, willkommen an meinem Tisch. Ich habe mich jetzt doch entschlossen. Alter, ist dieser Weitwinkel weit. Ich muss euch eigentlich, müsste ich euch näher ranholen. So, jetzt kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Also wir uns auch gegenseitig. Und ja, ich habe mir da mal so ein Rezept von YouTube rausgesucht. Das Video verlinke ich unten auch in der Beschreibung. Und wir probieren das Ganze jetzt. Und zwar ist es ein Cookie-Tassenkuchen. Und was wir dafür brauchen, ich kann es gerne mal vorlesen, falls euch das jetzt interessiert. Wir brauchen 3 Esslöffel Öl, 2 Esslöffel Zucker, 1 Ei, 4 Esslöffel Mehl, 1/3 Teelöffel vom Backpulver, also wirklich nur ganz, ganz wenig. Und Schokotröpfchen, die hier schon stehen. Ja, also wir brauchen hier Schokotröpfchen, Backpulver. Hier hinten steht noch mein Nutella-Ersatz. Ich esse nämlich eigentlich nicht so gerne Nutella, seitdem es diese neue Rezeptur gibt, sondern nur noch diese Ovomaltine. Die sieht so aus. Ich weiß nicht, ob jemand von euch die auch isst. Und natürlich in crunchy Form. Das Crunchy Cream. Weil der Crunchy ist auch crunchy. Okay, das hört sich ein bisschen nach Kannibalismus an, aber egal. Die steht hier eigentlich nur so rum, weil ich überlegt habe, ob ich das vielleicht auch noch reinmache. Aber wir machen erstmal ganz normal. Dann brauchen wir natürlich eine Tasse, die ich mir schon geholt habe. Das ist meine heilige Tasse, denn die ist von meinem Opa. Die hat er mir geschenkt. Deswegen dachte ich, machen wir das auch in dieser Tasse. Das sollte ich vielleicht erstmal ausspülen. So, Tasse ist ausgespült. Und ja, hier unten liegt noch, Moment, hier unten liegen noch Eier. Dann haben wir hier Zucker. Mehl. Wo ist das Mehl? Wir haben das Mehl vergessen. Und noch ein bisschen Öl. Und das Mehl. So, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Und ich habe hier mein Handy noch beiseite, damit ich einfach ein bisschen, wie am Anfang schon gesagt, da ich ja nur diese Kamera habe, dachte ich, ich mache ein bisschen mit dem Handy noch ein bisschen Nahaufnahme, damit man das so ein bisschen besser sieht. Es wird wahrscheinlich ein bisschen blöd, weil ich habe eine Softbox, die beleuchtet mich. Und ich werde dann gegen das Licht filmen, aber naja. Also fangen wir mal an mit, ich habe noch einen Löffel vergessen. Oh mein Gott. Ein Esslöffel, ein Teelöffel. So, fangen wir jetzt aber wirklich an. Wir brauchen 3 Esslöffel Öl, hat sie in dem Video gesagt. Ich habe hier Leinenöl. 1.
2. Huch. 3. Jetzt kommen 2 Esslöffel Zucker nämlich dazu. Deswegen wollen wir mal den Löffel kurz vom Öl befreien. Jetzt wird's interessant. So. Jetzt haben wir da noch 2 Esslöffel Zucker reingemacht. Sieht ein bisschen wenig aus. Aber naja. Jetzt kommt noch ein Ei dazu. Ist schon die Hälfte daneben gelaufen, habe ich super gemacht. So, jetzt haben wir das Ei dazugegeben. Für mich sieht es noch ein bisschen, naja, zu gelb aus. Aber wir werden sehen, was rauskommt. Also jetzt würde ich sagen, nehmen wir unseren Löffel, der wohl eh noch ein bisschen Zucker dran klebt, und rühren das Ganze hier mal um. So ein bisschen das Feeling von meinem Cocktailmixen, nur dass ich irgendwie rühren muss und nicht shaken. So sieht das jetzt aus, nachdem ich es gerührt habe. Ja, ich weiß, ich hätte es ein bisschen länger rühren können, aber wir wollen das jetzt mal weitermachen. Dann kommen jetzt als nächstes 4 Esslöffel Mehl. Das ist richtig? Ja, 4. Jetzt machen wir das Backpulver, was hier vorne hängt. Nice. So, jetzt müssen wir das natürlich so aufmachen, dass wir es auch wieder zukriegen nachher. Jetzt würde ich sagen, nehmen wir so einen Teelöffel nochmal und machen das ist schon fast zu viel, aber so eine Spitze vorne voll, das ist in so ein Drittel, würde ich sagen. Und jetzt würde ich sagen, rühren wir das Ganze nochmal um. Hat so ein bisschen ASMR-Feeling, wenn ich mal ruhig bin. So, das Ganze sieht jetzt so aus. Ja. Und jetzt kommen eigentlich nur noch die Tröpfchen dazu. Und die Tröpfchen würde ich jetzt ein paar nehmen und dann unterrühren, damit ihr nachher auch innen drinnen noch Tröpfchen habt. Und danach würde ich noch ein paar oben drüber legen. Also so hat sie das zumindest in dem Video gemacht, was unten verlinkt ist. Und dann werden wir mal das Ganze für 1 Minute 30 in die Mikrowelle stellen. Und dann bin ich mal sehr gespannt. So ein paar. Und jetzt rühren wir das Ganze nochmal um. So, und zum Schluss würde ich jetzt einfach noch ein paar von diesen Schokotröpfchen oben drauf machen. So, reicht eigentlich schon. 1 Minute 30 in die Mikrowelle und dann sehen wir, was daraus wird. So, jetzt hat es ziemlich heiß jetzt. Aber ich zeige euch das jetzt mal mit der Kamera. Das mal lieber hier drauf. So sieht jetzt der fertige Cookie-Tassenkuchen aus. Ich finde, das sieht richtig nice aus. Und natürlich, was kommt jetzt noch? Die Geschmacksprobe. So, und ob das Ganze schmeckt, testen wir jetzt einfach nochmal. Ich nehme jetzt hier mal so... Warum mache ich das einfach mit einer Gabel, ey? Ich bin auch so ein Vollhonk. Ich weiß nicht, wie heiß das ist. Voll lecker. Also ich glaube, ich habe ein bisschen viel Backpulver reingemacht. Aber sonst, ja, nice. Warum nicht? Also ich meine, ich hätte jetzt irgendwie richtig Bock so in den nächsten Videos, falls ihr Bock habt, dass noch ein bisschen mehr Videos davon kommen, einfach mal irgendwelche crazy Dinge zusammen zu mischen. Irgendwie so Red Bull, also so, wie wenn es nachher so nach Red Bull schmeckt, so ein Red Bull Tassenkuchen. Was haltet ihr davon? Schreibt das mal unten in die Kommentare oder habt ihr irgendwelche crazy Ideen, was man da so zusammenmixen kann, was man nachher mal probieren kann oder was ihr gerne so esst. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare so und ich pick mir da ein paar raus und dann machen wir das doch einfach mal. Da habe ich jetzt richtig Bock, so eine Serie anzufangen und die Serie nennen wir jetzt einfach, das seht ihr wahrscheinlich auch schon im Titel und vielleicht habe ich auch ein Intro dafür gemacht, man weiß es nicht, crunchy probiert. So, ich würde trotzdem sagen, wenn es euch gefallen hat, drückt auf den Daumen nach oben, schreibt eure Ideen, wie gesagt, unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, drückt auf den Daumen nach oben. Und tschüss.
Tschüss.